Ja, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Neandertaler Whisky Blog. Und ich möchte heute mal zwei besondere Leute grüßen. Und zwar die beiden Herrschaften, die, sobald ich ein Video hochlade, den Daumen nach unten machen. Grüße an dieser Stelle. Schön, dass ihr wieder einschalten werdet. Ihr seid sehr verlässliche Zuschauer. Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Wir haben heute hier zwei Whiskys auf dem Fass. Beide aus der Pendaren Brennerei. Ich werde die in zwei unterschiedlichen Videos vorstellen, aber ich habe die, weil ich sie mir auch gleichzeitig angeschafft habe, dachte ich, packe ich sie beide aufs Fass und ich werde tatsächlich die Videos auch hintereinander wegdrehen. Ich werde aber am Ende halt zwei Videos draus machen. Ja, Pendaren, wie gesagt, ist eine Brennerei aus Wales. Diesmal nicht Schottland, nicht Irland, sondern Wales. Ja, zu dem ersten, den wir heute vorstellen, das ist der Madeira Cask Finish. Gibt es eine kleine Story zu erzählen? Tatsächlich hatte ich den Vorgänger, soweit ich mich jetzt informiert habe, hatte der, glaube ich, 41% und ich habe jetzt irgendeine Zahl im Namen, ich habe sie schon wieder vergessen. Der hatte dann auch einen Madeira Finish, der hat jetzt 46%. Heißt von der Alkoholstärke schon mal ein bisschen besser unterwegs. Und zuerst einmal, ich habe beide sehr, sehr günstig bekommen, habe deswegen zugeschlagen und tatsächlich fiel mir als erstes diese Optik auf. Ich dachte so, die Flasche wird sich in meiner Sammlung ganz gut machen. Das zweite ist halt Madeira Finish. Habe ich erstens nicht so viele gehabt in letzter Zeit, beziehungsweise insgesamt noch nicht so viele Madeira Finishes. Ich war auch im Urlaub auf Madeira. Ich habe ja, Madeira Wein auch schon mal probiert, weil mich das interessiert hat, dadurch, dass ich da auf der Insel mal war im Urlaub. Das war so der eine Punkt, weswegen die Flasche mich angezogen hat, oder zwei Punkte. Tatsächlich hatte ich diesen Vorgänger aber halt schon bei einem Kumpel mal. Da war ich noch gar nicht so im Thema Whisky unterwegs. Also ich wusste so ein paar oberflächliche Sachen, war aber eher so der Whisky-Cola-Trinker. Hab damals den Single Malt auch nicht zu schätzen gewusst. Da war pur Trinken noch nicht so meins. Ja, es ist viel Wasser und Whisky ins Land gegangen und die Elbe runtergeflossen, ne, bis sich das geändert hat. Ja, mittlerweile ist es anders und ich dachte, es wird mal Zeit, den wieder zu probieren. Gerade, dass er jetzt irgendwie mit 46% daherkommt statt 41, klingt ja erstmal gut. So. Zu der Flasche an sich, ich stelle sie heute mal vor, im zweiten Video werde ich das dann sein lassen, weil die identisch aussehen, bis auf den Schriftzug Madeira Cask und ja, das Etikett der Farbe, hier ist es schwarz, beim Portwood Finish ist es blau. Wir haben hier noch einmal Welsh Gold an der Seite stehen, kann man sich ja relativ schnell übersetzen, ne? Walisisches Gold. Und einmal steht hier AUR und dann ein neues Wort. CYMRU. Ich habe keine Ahnung, wie man es aussprechen soll. Meine Recherche hat ergeben, dass dieses CIMRU ist das walisische Wort für Wales. Also nicht das englische, der englische Begriff für Wales, sondern der walisische selber. AUR, keine Ahnung, steht auf meinem Kennzeichen drauf. Nee, auf meinem gar nicht, aber ich wohne da in der Ecke, wo die Kennzeichen sind. Ne? Also, wer weiß, was AUR in dem Moment bedeuten soll, kann sich auch mal bitte melden. Ah, wahrscheinlich bedeutet das lateinisch Aurum. Ist das nicht auch Gold? Ist das, dann ist es im Gälischen ähnlich und dann ist es das walisische Gold auf Walisisch und Welsh Gold im Englischen. Naja, wer es weiß, schreibt es mal in die Kommentare. Wäre ganz interessant. Was ich noch ganz cool finde, ist hier ist einmal noch ein Drache abgebildet in klein. Ja, da steht dann wahrscheinlich, ist ja das Landeswappen für Wales. Ja, so ein kleines Schild oder so ein Wappen mit, ich denke mal, das soll Gerste sein. Und eine Harfe, wie beim Guinness auch eine Harfe drauf ist. Weiß ich die Bedeutung allerdings nicht. Auch wer das weiß, kann sich bitte mal melden. Naja, auf jeden Fall wollen wir mal starten und den Whisky probieren. Ex-Bourbon-Fassbelegung und dann ein Madeira-Finish ohne Kältefiltration und ohne Farbstoff. 46%. Klingt erstmal alles ganz nice. Ja, und jetzt muss ich schon auch hier im Video sagen,
wie bei meinem ersten Eindruck, als ich den geöffnet habe. Der hat schöne Fruchtnoten und eine leichte Süße in der Nase. Aber in der Nase auch eine ziemliche Sprittigkeit. Also der Alkohol ist nicht so gut eingebunden, wie man das bei manch einem Whisky kennt. Ist übrigens auch ein Single Malt, ne? Also von daher eigentlich ja die Creme de la Creme von Whiskys, aber ja, er hat wirklich eine schöne Fruchtigkeit, eine leichte Fruchtigkeit, so ein frisches Ding hat er in der Nase. Auch eine Süße, aber der hat so eine Alkoholnote, die in der Nase ein bisschen stört, finde ich. Und das ist dann auch nicht irgendwie so Chili oder Ingwer oder so, das ist wirklich so ein bisschen scharfer Alkohol. Und preislich liegt der Original bei 40 bis 45 Euro um den Dreh. Ich habe ihn wesentlich günstiger bekommen, deswegen habe ich mir auch beide Flaschen geholt. Also erst hatte ich den Madeira gesehen, dann habe ich gesehen, dass der Portwood Finish auch noch irgendwie günstig zu haben ist. Und habe ich gesagt, ja okay, für die Preise, was soll's, packst du den zweiten auch nochmal mit ein. Bei dem Port Finish war es auch einfach so, dass bei mir zu Hause so langsam die Portwein-Nachreifungen auf sind. Und ich da ein bisschen aufstocken wollte wieder. Ja, ganz leicht im Hintergrund, bevor wir ihn probieren, vielleicht nochmal in der Nase. So eine leichte Nussigkeit habe ich. Was eigentlich, so wenn ich es mit dem Madeira-Wein, den ich mal probiert habe, vergleicht. Madeira ist ja auch so, geht ja in eine ähnliche Richtung wie Sherry oder Port. So. Der ist aber schon, also gerade die letzte Madeira-Nachreifung, die ich hatte, die war sehr, sehr nussig. Das bringt immer so nussige Töne mit. Haben wir hier leicht, ne? Also auch wenn man jetzt überlegt, der ist jetzt ungefärbt. Der sieht jetzt eher aus wie eine Bourbon-Reifung. Wir haben hier auch keine Altersangabe. Ich weiß jetzt weder, wie lange der im Bourbon-Fass lag, noch im Madeira-Fass, aber ja, jetzt von den Noten her hätte ich niemals auf Madeira-Finish getippt. Ne? Also ich finde diese viel zu leicht und wenig in so eine dunkle Richtung gehend, als dass ich sagen würde, so ja, ein Madeira, ein Sherry, Port-Finish, was auch immer, das geht ja alles so ein bisschen in eine dunkle Richtung. Habe ich hier nicht. Also ich glaube nicht, dass er auch im Ex-Bourbon-Fass nicht allzu lange lag, glaube ich. Aber noch kürzer, also das Finish muss sehr, sehr kurz sein, glaube ich. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Gut, wollen wir mal probieren. Sancha. Ja, auch hier erinnert mich das wirklich an mein erstes Probieren. Die Flaschen sind beide angekommen an einem Tag, wo ich Besuch hatte. Dann habe ich mit einem Kumpel die gleich aufgerissen und probiert. Und der Kumpel ist jetzt nicht so der Whisky-Kenner. Er hat noch nicht so viele verschiedene probiert, aber schon einige und mag auch Sachen pur trinken und kann da so schon ein Stück weit das einschätzen. Ja, und wir waren beide der Meinung, und das habe ich jetzt im Video wieder, der ist halt schon ein bisschen sprittig. Ne? Sowohl in der Nase als auch im Geschmack. Und man hat auch eine Süße auf der Zunge, eine gewisse Fruchtigkeit, aber relativ schnell kommt da so ein stechender Alkohol hinten raus. Der Abgang ist auch relativ kurz und besteht fast halt nur aus diesem Alkohol, finde ich. Ja. Also ich muss nochmal einen Schluck nehmen, um jetzt die Fruchtigkeit so ein bisschen zu beschreiben und die Süße, aber ich habe mich jetzt eher auf dieses Alkoholische konzentriert, weil es schon ein bisschen alles andere so ein bisschen überdeckt, oder? Ja.
So eine Vanillenote. Ah, diese Sprittigkeit bedeckt vieles, ne? Also Zitrusfrüchte auch im Geschmack. So ein bisschen vielleicht auch Apfel noch. Tatsächlich hat er im Geschmack und auch im Abgang so ein bisschen eine Nussigkeit, finde ich. Die findet man da wohl wieder. Ja, aber ansonsten, ja, ziemlich sprittig. Kann man nicht anders sagen. Als ich den bestellt habe, hab ich mich mega drauf gefreut. Ich finde, also er ist, man muss jetzt auch dazu sagen, im Vergleich zum ersten Probieren und jetzt zum Video, wo jetzt ein ganz bisschen Luft drin ist, ist er schon besser geworden. Also er ist schon nicht mehr so sprittig wie nach dem Öffnen der Flasche. Aber mir immer noch zu sprittig. Das mache ich jetzt auch im Alter fest und ich glaube, dass er auch in beiden Fässern nicht lange gelegen hat. Weil wenn er jetzt länger im Bourbonfass gelegen hätte, wäre er wahrscheinlich um einiges zugänglicher und noch süßer und ja, diese sprittige Note wäre nicht so stark vorhanden. Und also von dem Madeira-Fass bis auf dieses ganz bisschen Nussigkeit, was man in der Nase hat und auch dann im Geschmack, finde ich das Madeira-Fass auch irgendwo nicht wieder. Weil auch jetzt die Fruchtnoten, die ich jetzt habe, sind für mich eher Zitrus, so ein bisschen Apfel. So eher helle, frische Früchte und hat wenig mit Madeira zu tun, finde ich. Also. Ja, alles im anderen, alles im Großen und Ganzen, sagen wir so. Ja, weiß ich nicht. Hat ja auch ziemlich jetzt enttäuscht. Ich habe mir da was ganz anderes drunter vorgestellt, muss ich sagen. Für den Preis, wie ich ihn bekommen habe, ist das noch okay. Zum Originalpreis 40 bis 45 Euro kriegt aber keine Empfehlung von mir. Ne? Also, ey, ich habe den, glaube ich, richtig, richtig günstig geschossen. Ich glaube, wir reden da eher von 30 oder unter 30 Euro oder was. Das war ein Mega-Angebot. Ich war jetzt auch bei der Recherche noch mal ein bisschen überrascht, wie teuer der eigentlich sonst ist. Ja, keine Empfehlung von mir diesmal. Eher enttäuschend. Mal gucken, was ich mit dem Rest mache. Weiß nicht. Kann sich ja jemand melden, wer Samples will oder so. Keine Ahnung. Nee, ansonsten, ja, mal ein Whisky, der nicht so gerockt hat. Und ich habe es ja schon mal angekündigt. So, es gibt so ein paar Fehlgriffe in meiner Sammlung, die mal jetzt vielleicht mal vor die Kamera kommen. Ansonsten habe ich eigentlich immer ein gutes Händchen, ob die Whiskys mir dann nachher wirklich zusagen. Und in den meisten Fällen ist es dann so, aber der ist tatsächlich ein Fehlkauf gewesen. Und bei dem habe ich auch ehrlich gesagt mir im Vorfeld mich jetzt nicht großartig informiert. Wobei auch die Sachen, die ich jetzt im Nachhinein gesehen habe über ihn, klangen alle gut. So, ne? Also ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch Pech gehabt mit der Flasche. Ich habe keine Ahnung. Naja, wie dem auch sei. Ansonsten, Leute, reingehauen, macht es gut, lasst ein Like da und noch lieber ein Abo. Haut rein.